Ich habe als Blinder einen Obstsalat gemacht. Ganz allein. Wie es dazu kam, in meiner Küche hat es komisch gerochen. Und ich war mir nicht sicher, ob es an der Ananas lag. Deswegen habe ich zuerst ein Messer gesucht, um die Ananas aufzuschneiden. Und so herauszufinden, ob sie noch haltbar ist. Ich muss als Blinder aufpassen, dass ich das Messer richtig rumhalte. Ich sehe auch nicht, ob ich genug von der Schale abgeschnitten habe. Und lasse daher lieber mehr von der Schale stehen, als dass sie dann im Essen landet. Wie man eine Ananas richtig schneidet, wusste ich nicht. Und habe daher einfach mal losgelegt. Das Harte in der Mitte habe ich auch versucht rauszuschneiden. Weil ich mich daran erinnert habe, dass Ananasringe ein Loch in der Mitte haben. Ob mir das gelungen ist, kann ich nicht beurteilen. Aber der Wille zählt ja. Bei dem ganzen Prozedere habe ich gemerkt, die Ananas riecht ja gar nicht schlecht. Also scheint sie noch gut zu sein. Und damit für einen Obstsalat perfekt geeignet. Danach habe ich erstmal eine Banane geschält und in Scheiben geschnitten. Wie es sich für einen echten Obstsalat eben gehört. Bei der Größe bin ich da flexibel. Aber das ändert ja nichts am Geschmack. Bei der Banane habe ich alle braunen Stücke, die ich gesehen habe, rausgeschnitten. Also keine. Hab ja keine gesehen. Generell kann ich nichts herausschneiden, was verfärbt ist oder anders aussieht. Manchmal kann ich jedoch spüren, wenn die Konsistenz anders ist. Dann schneide ich es einfach großzügig raus. Aber es bleibt für mich immer eine gewisse Unsicherheit, ob etwas wirklich noch genießbar ist. Dann kam die letzte Frucht, die Kiwi. Wie man eine Kiwi für den Obstsalat schneidet, weiß ich nicht. Da ich sie normalerweise einfach in der Mitte durchschneide und mit dem Löffel esse. Daher habe ich es einfach mal gewagt und versucht, die Schale restlos zu entfernen. Ob mir das gelungen ist, werde ich niemals sehen. Aber vielleicht ja schmecken? Am Ende habe ich noch eine leckere Soße hinzugefügt. Da ich mir dachte, das würde das Ganze abrunden.